herzlich willkommen zur 31. Folge True Rants 2.2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, pass auf, ich will eine neue Linie. Ich kann auch keine neue Linie machen. Wir brauchen natürlich erstmal eine LKW-Station. Einmal für Gera. Einmal für Kleinbodungen. Und jetzt können wir die neue Linie machen. Und zwar von dort. Wohin? Von dort nach dort. Werkzeug Gera und eine neue Linie Werkzeug Krausnick. So, das ist nicht Werkzeug Krausnick. Kleinbodungen. So. Wir haben da Kleinbodungen und wir haben da Gera. Und wir haben halt hier einen Stau. Und wir brauchen hier noch Güterplattform. Werkzeug Gera, Kleinbodungen. Fährst auf die 4. So, was steht denn hier hauptsächlich für Fahrzeuge? Okay. Werkzeug Kleinbodungen. Du Werkzeug Moment, was? Tramdepot? Von wo sind sonst immer unsere Fahrzeuge gekommen? Werkzeug Gera. Werkzeug Kleinbodungen. So. So, Kleinbodungen. Kleinbodungen braucht 27.
31. Okay. Dann haben wir Werkzeug Gera. Haben wir auch. So, ihr müsst es jetzt merken. Da kommt mehr. Dementsprechend solltet ihr natürlich deutlich mehr abnehmen. Und nicht mehr nur die 400. Sondern unter Umständen die 800. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Gut, dazu muss ich jetzt das hier natürlich abbauen, weil... Ach so, die kommen... Okay, die kommen alle von da dann. Fakt ist halt, wir müssen darauf warten, dass das hier durchgeht. Wenn das durchgeht, dann ja. Weil dann kannst du nämlich die Produktion auch deutlich höher fahren. Und da würde ich mir ganz gerne auch mal das Sägewerk mit zu angucken. Wie das reagiert und vor allen Dingen so, weil du, na ja, guck mal, du kannst ja 600. Wenn du 600 hast, brauchst du 1200. Dann kannst du nämlich hier auch deutlich, deutlich mehr abladen. Das Nadelöhr wird dann aber die Waldgeschichte hier sein, weil der Wald macht ja jetzt schon 3200. So, und jetzt geht mich hier der Versand schon ordentlich nach oben. Und jetzt brauchen die nämlich deutlich mehr Holz. Damit die jetzt hier vernünftig an Bretter machen können. Ich meine, noch ist die Produktion bei... Okay, der baut sich auch aus.
haben die einen Lagerbestand von um die 190. Ja, es müssten natürlich mal ein paar Fahrzeuge reinkommen für Gera. Ah, da kommen sie. Weil hier ist jetzt ziemlich stauig. Die müssen da nicht rein und gleich wieder raus. Zack, rein und gleich wieder raus. Hier die Rüdnitzer, die bräuchten eigentlich deutlich mehr auf die Linie. Und der ist jetzt beim Versand von 3200. Also guckt mal an, was die jetzt hier Vollgas geben. Holzlinie kommt jetzt überhaupt nicht mehr daher. Dafür können die jetzt voll fahren. Fast voll. Und der produziert hier so viel, dass das Lager sich relativ zügig leert, ne? Na gut, aber guck mal, diese hier vorne, da kann der Stau abgearbeitet werden. Und hier wird der Stau auch nicht mehr. Ihr müsst halt nur ab und zu mal ein paar Fahrzeuge rauslassen, ne? Aber gut, ich sag mal, sobald die von links kommenden weg sind. Ah, guck mal, jetzt haben sie wenigstens mal zwei rausgelassen. Dann sollte es auch absolut kein Problem mehr sein. Es sind jetzt wirklich nur noch diese fünf Fahrzeuge, aber jetzt wird es halt so eng. Dass wir hier oben schon fast keinen Platz mehr haben. Leute, ihr müsst da Fahrzeuge rauslassen. Sonst ist da nichts mehr mit Platz. Na gut, komm. Anderthalb Fahrzeuge noch. Dann sollte das gehen. So, genau. Und jetzt könnt ihr da rausfahren. So, guckt mal an, ja, die Waren werden jetzt hier raustransportiert bis zum Winken. Das ist alles Kohle, was da jetzt rausfährt. Aber es sind halt immer noch ein paar zu viele Rüdnitzer da, also die haben sich noch relativ schlecht verteilt. Sehr, sehr schlecht verteilt.
die hätten diese Linie hier, also die Straßen würden hätten wir länger machen müssen. Wesentlich länger. Gut. Wo wir uns aber noch drum kümmern wollten. Oder wo wir uns drum kümmern müssen. Ist diese Geschichte. Wir müssen hier irgendwie mehr reinbekommen. Ich habe da auch eine Idee. Sagen, wir füttern mal den hier an. Da habe ich gar kein Depot mehr. Testholz. Fahrzeuge kaufen. Zack, zack. Auf die Testholz. Testholzlinie. Linie verwalten. Kalbsried Ost. Maximale Wartezeit unbeschränkt. Ich meine, du forderst ja. Davon ordentlich an. Das können die aber nicht liefern. So, mal gucken, was hinbekommen. So, ich muss jetzt auch mal ganz kurz die Folge ein bisschen früher beenden. Meine Katzen scheinen ein klein wenig Mist gemacht zu haben. Ich muss jetzt mal ganz kurz in die Pause gehen. Ich bin gleich wieder zurück. Bis zum nächsten Mal und tschüss.